Willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme. Nein. Das ist ja auch noch Holz. Das nehmen wir gerne mit. Wir sind immer noch hier bei dem monströsesten Bauwerk of History. Ah, es ist gut wie. Das ist definitiv übertrieben. Ja. Das ist gar nicht ruhig, da ist nichts mehr aufgehört, oder? Wo man jetzt am besten weitermacht. Was ich im Gegenzug aber genau sagen kann, ist, dass wir irgendwann erstmal die ganzen Bäume abfällen sollten. Und dann erst weitermachen. Das ist, denke ich, so ziemlich praktisch, was man jetzt gerade machen kann. Ja, deswegen würde ich auch gleich mal direkt vorschlagen. Die Kisten, also nicht die Kisten, sondern also besonders vom Inventar, um die Kisten zu packen und gleich mal alles rein und die Axt zu schwingen. Um Bäumchen zu fällen. Oder so eigentlich. Oder wir lassen es einfach. Ja, ich glaube, wir lassen es einfach. Für den Fall, also wenn dann halt. Da sind drei verschiedene Laubtypen, wenn ich das jetzt hier nicht sehe. Irgendwann gibt es so bestimmt auf die entsprechenden Setzlinge zu. Dann kann man die immer noch schnell. Also wegnehmen oder so. Deswegen wäre es, glaube ich, dann am. Was ist denn jetzt am sinnvollsten theoretisch? Ich weiß es gar nicht, aber nicht, was jetzt das praktischste ist zum Beispiel. Vermutlich tatsächlich, dass es jetzt das mal auch schon die ganze Zeit gemacht haben. Nämlich dieses Gerüst weiterzimmern. Ich glaube, viel mehr kann man gerade nicht machen. Hier am Feld zumindest. So. Dann mal los. Also hier ist ja immer da, wo man gar nicht hinsetzt. Oh, Schaufel ist kaputt. Sieht fast so aus, als ist es auf dieser Seite ist vorbei. Das wäre schon ziemlich episch. Auch noch gemacht haben sollte, wäre hier ein endgültiger Einschnitt.
gar nicht mehr hin. Das kostet mindestens gemacht werden. So. Das ist doch schon mal angenehmer. Warum ist hier unten ein Loch? Dinge, die man nie erfahren wird. Gut. Wenn man natürlich wieder mal kein Thema mitgebracht, dass man währenddessen hier reden könnte. Auch nichts, was mich jetzt als richtig tierisch aufregt. Nur. Warte mal, ist hier oben. Wieso ist hier Erde? Also. Das geht ja. Also überhaupt nicht. Ja, also es gibt nichts wirklich, worüber ich das bewegen könnte. Ich muss mich irgendwie von der Musik inspirieren lassen und da fällt mir gerade schon etwas auf. Nämlich habe ich mir ja Camcorder bestellt. Der ist auch schon gekommen, mit dem sind auch schon die ersten Sachen hier gedreht worden. Ich habe mir einen eigentlich bestellt, um als etwas besseren Ersatz für meine Rollei, weil die ja von der Qualität her ziemlich wirklich viel taugt. Dadurch, dass sie ein extremes Fischei, also einen Ultraweitwinkel hat, den man nicht aufstellen kann. Eignet sie sich irgendwie für alles nur sehr, sehr, sehr stark eingeschränkt. Was schon ein bisschen schade ist. Aber man kann damit arbeiten, wenn man es weiß. Das viel größere Problem ist halt, dass alles immer sehr verwackelt wird. Und so weiter. Und die Kamera auf einem normalen Stativ ist halt auch. Sieht doof aus. Und ist auch eher kontraproduktiv, weil das die Halterung für das Stativ natürlich nur an der Plastikschale dran ist. Und sinnvollerweise geht doch die Plastikschale, weil das ja wasserdicht sein soll, ist da keine Möglichkeit zur Schallübertragung. Das heißt, dann kann man das Mikrofon auch gleichzeitig mit begraben. Kann jetzt auf dem Stativ stellen. Das war prinzipiell ein Mitgrund, warum ich das gekauft habe. Und ein anderer großer Grund war, weil Sony Vegas schon seit jeher Probleme hatte und es ja irgendwie nie auf die Kette gebracht hat, AVI-Dateien richtig dich einlesen zu können. Ich weiß nicht, wieso man da nie wirklich darauf geachtet hat, dass das irgendwann mal funktionieren könnte. Aber ich habe ja auch schon alles Mögliche versucht. Ich habe den Einlesecodec durch einen angeblich funktionierenden ersetzt. Dann hat überhaupt nichts mehr funktioniert. Da habe ich das alte wieder hergestellt. Wenn ich jetzt AVI-Dateien einlese, habe ich keine Videospur, sondern nur ein schwarzes Bild als Videospur und halt eine voll funktionsfähige Audio. Wobei natürlich bei so einem Camcorder die Audiospur das ist, was du am wenigsten verwenden wollen würdest, sag ich jetzt mal. Weil die qualitativ natürlich nicht sehr gut ist. Sie hat ein sehr, sehr extremes Rauschen.
Also ein wirklich Hardcore-Rauschen. Das hört sich nicht wirklich gesund an, sag ich jetzt mal, was da alles rauscht, aber davon war auszugehen. Das Bild ist einigermaßen gut. Ich meine, sehr viel habe ich jetzt auch nicht von dem Gerät erwartet. Nein, wenn man sich einen Camcorder für 80 Euro bestellt, weiß man, die ultimativen HD-Movies mit Top-Qualität kannst du damit jetzt nicht erzielen. War auch nicht das Primäre. Wichtig war, dass das Bild einigermaßen passt und dass ich es halt auf Stativ stellen kann und dass ich auch sehe, was ich filme. Ich werde mir dann zusätzlich dazu wahrscheinlich noch, weil ich keine einzige Kamera mit einem einigermaßen guten Mikrofon habe. Wirklich keine einzige. Ich meine, der Camcorder hat sogar einen Mikrofonmodus, aber das Mikrofon von dem Ding ist halt dadurch, dass der Camcorder an sich so ein abnormales Rauschen hat, kannst du die Spur. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht ausprobiert, ob man sie über Audacity und die Rauschentfernung retten kann. Und wie gut das dann ist. Das sollte ich vielleicht noch testen, wenn man da noch ein bisschen was mit rausholen kann. Dann ist das super, dann kann man das hernehmen, die Tonspur von dem Original, und ansonsten, ja, führt ein externes Mikrofon, das ich zwar nicht anschließen kann, dafür bräuchte ich so eine richtig schöne, teure Canon-Kamera, die ist ja sehr bekannt. Diese kleine, sowas in etwa wäre natürlich auch gut. Aber das ist definitiv bei mir im Budget nicht drinnen. Also, das geht nicht. Deswegen wird wahrscheinlich noch so. Ja, da gibt es bestimmt mittlerweile digitale Diktiergeräte. Da muss man sich halt mal durchprobieren, was die für einen Sound haben. Ansonsten halt diese kleinen Unclip-Mikrofone. Ja auch überall gibt. Die haben ja in der Regel eine echt gute Qualität. Muss man sich halt mal umschauen, welche denn so benutzt werden. Und kann man sich ja auch durchaus mal überlegen, diese Produkte sich selbst zuzulegen und zu benutzen. Gerne auch über offene Links, wenn da Leute über unterstützen will. Finde ich auch gut auf jeden Links. Ja, ich habe aktuell einfach auch nicht wirklich. Nee. Wenn sich jemand von meinem interessiert, kann ich von mir gerne anschreiben. Ich schreibe ihm dann die Sachen zurück, aber ich schreibe definitiv keine auf jeden Links rein. Oder generell Amazon Links. Amazon ist so schön und gut und es gibt halt alles drauf, aber ich bin nicht so ein Riesenfan davon tatsächlich. Ich habe zwar schon ein paar Sachen über Amazon bestellt, unter anderem mein Greenscreen, wobei der eigentlich von einem anderen Versandhaus war, von dem ich jetzt tatsächlich auch die Capcard bestellt habe, nämlich ja, ich sag jetzt lieber mal nichts. Also es ist der Peel, weil sonst glaube ich, heißt das, oder wird das auch schon kommen, keine Ahnung. Korrigiert mich, wenn ich alles ausspreche. Ist das Preis-Leistung, weil das ist eigentlich ziemlich gut. Und was mich total überrascht hat, es war wirklich ohne Witz am Tag danach da. Ich glaube, ich habe so. Weiß es nicht. Am Mittwoch um 3 Uhr nachmittags das Ding bestellt und am Donnerstag ist es mit der Post schon gekommen, also unter 24 Stunden, ohne dass man das mit Amazon Prime extra zubuchen musste und so weiter. Also